Wir haben da eine feindliche, also nicht feindliche, aber eine nicht unbedingt freundlich gesinnte Flotte bei der Tiangong Station, die wir ja nicht angreifen konnten eine ganze Weile. 129 Firepower. Nicht super viel Delta V. Also mit unseren neueren Schiffen sollten wir davon wegkommen können. Das gefällt mir nicht. Das muss weg. Aber unsere vier Earth-Bomber... Oh, unsere vier Earth-Bomber haben theoretisch mehr davon als die hier. Aber das, ne, wie gesagt, das ist nicht so wichtig, ich weiß. Aber es ist trotzdem einigermaßen ein Indikator. Wir brauchen mehr Schiffe auf der Erde. Die Flotte muss weg. Die darf nicht größer werden. Bau bitte... Ship Construction... Earth... Eigentlich würde ich ganz gerne auch größere Schiffe bauen. Langsam. Aber da warten wir auf die Arc Laser. Wie lange brauchen wir bis zum Arc Laser? Februar. Ne, wir sollten jetzt anfangen, was zu bauen. Bau, Ship Construction, Earth. 6. 73 Tage, 73 Tage. Gut. Was ist das hier für ein Symbol? A sold hab. Was? Was? Was haben die hier alles für Schiffe? Wir haben noch deutlich mehr. Eieiei. Wollen wir versuchen, die zurechtzustutzen? Mit vier Schiffen gegen zwei sollte okay sein, ne? Mukai. Lass mich raten, die haben alle auch Point Defense oder ähnliches. Also Mukai und Pham Thuan. So, zeig mir die Station. Ne, die Station. Ein Point Defense Array. Damit sollten wir bald eigentlich klarkommen. Und was ist jetzt das Fuan Twiding? Raus, 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 raus. Oh, das war gar nicht bei der Erde. Ihr never mind. Okay. Ja, kann man hier auch sehen. Ich habe hier links gar nicht so wirklich drauf geachtet, was da alles gerade passiert ist. Das sind halt die ganzen Produktionen von deren Schiffen. Auf, 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 auf. Na gut, zurück zur Erde. Wir haben alles schon geplant. Confirm. Ja, sehr schnell abgehängt hier. Diesmal gerade von der Academy. Die setzen wohl alles da drauf. Wir sollten... Also das hier haben wir sicher. Das hier ist schon grenzwertiger. Ja, nee, das können sie haben, ist okay. Offering assistance. Advice complete, permanent. Securing our control. Yep. Making things yep. Safe for our people. Point Defense E-Beamer. Helfen die bei Point Defense? Helfen die bei unseren Verteidigungsanlagen, bei den Stationen? Müssen wir gleich mal gucken. Wir sollten eigentlich recht schnell Science fertig haben. Genau, Coil Gun Batteries. Unsere Defense Stations werden besser. Dann weiter mit den E-Beam Batteries. Kosten auch nicht viel. Crackdown complete. Crackdown ist durch. Repeat. Du bombardierst über die Aliens, richtig? Alien Life von mir, okay. Sah gerade so aus, als wenn einfach nur die Region selber bombardiert wird. Du bist da oben bei. Island muss ich gleich Cash schnappen. Coil Cannon.
Die haben jetzt auch wieder Tier 1, Tier 2, Tier 3 und so, ne? Die sollte man auch alle aufstufen. Die Rail Cannon kann weg. Das wird nur noch verwirren, wenn das weiter da bleibt. Wir haben mehrere alte Projekte, die noch weitergeführt werden müssten. Ja, das machen wir mal weiter. Nur die Trains weiter. Select. Das braucht jetzt aber keinen so einen hohen Boost in der Richtung. Lieber dafür sorgen, dass das hier alles schneller geht. Bomber. Bomb bitte. Da weiter. The town that stood still. Bomb the town. Wo ist das überhaupt? Budapest. Es gehört zu uns. Also sonst wäre die Nacht ja noch nicht da, ja. Secure the town. Wir haben eine 15% Chance, dass es schlecht läuft und dadurch kriegen wir dann einfach nur ein paar Abductions und ein bisschen Unrest. Unrest kommen wir klar. Unrest ist in Europa gar kein Problem, denke ich mal. Das sollte sich eigentlich schon von alleine stabilisieren, sonst schicken wir ein, zwei Geld hin, ist okay. Nothing happens, ist okay. Oder wir gucken uns die Aliens an. Ja, mach das dann. Es passiert nichts. Okay. Electron Lands. Favorite. Recon complete. E-Beam Batteries scheinen nicht Einfluss zu haben auf die Verteidigung. Aber hey, ist eine Waffe mehr im Arsenal. Electron Lands. Also es wären echt nur, ich hatte mal eine Liste im Kopf mit den Batteries und was auch immer, den Cannons, was wohl was zählt. Aber ich glaube, so ein extra Schnickschnack hilft da nicht. Mach weiter mit, dass das ECR-Modul auch gegen Aliens funktioniert. Das klingt ziemlich wichtig. Kann aber auch runter. Fokus ist wirklich auf den Arc-Lasern, damit ich das größere Schiff endlich designen kann. Mars Orbit. Was machst du beim Mars? Ich muss auch immer dran denken, es geht nicht nur um mich. Es ist als Einzelkind ein schwer wahrzunehmendes Konzept. Aber es geht nicht immer um mich. Es könnten ja auch andere Fraktionen angegriffen werden. Cash. Du schnappst bitte das da oben. Wobei, das könnte Pola doch auch machen. Ja, Pola, mach du das mal. Und Cash kann lieber gucken, was er noch so bauen könnte. Du hast nur Academy. Academy hatte, glaube ich, nichts mehr, ne? Naja, das, aber... Die kriegt jetzt erst Implantate. Oh, Nuclear Freighter. Oh Gott, die haben wir echt gut zurechtgestürzt. Das ist super. Baut einer Coil Gun Batteries. Die müssten weg. Die dürfen da nicht rankommen. Ja, Project Exodus bräuchten wir jemanden. Dann schaut doch alle mal, ob ihr da jemanden findet. Tracking Target. Where do you need me? Du. Target. Und. Ready for my mission. Was macht Bruno? Irgendjemanden aufpäppeln? Na, ist nicht okay. Dann kann Bruno irgendwas sichern vielleicht? Was mit Dänemark? Hamburg Space Center, nein. Dänemark kann unified werden. Ey, bitte einen Brief einwerfen. On my way to the capital. So. Confirm. I will help them. I will help them. Mercury ist fertig. Das heißt, wir können jetzt... Ja, 1 bis 4 ist... Ja, ja, ja. Gut, 1 bis 4 ist fertig. Wir können jetzt hier Sachen aufstufen. Das heißt...
Wir lassen die Tiereinsachen erstmal stehen. Dann bekommst du bitte ein ordentliches Solar-Ding. Das sollte ja richtig viel Strom hier machen, ne? 280, ja. Zwei davon sind wir bei 560. Und dann ein Layered Defense. Und eine Farm. Das ist aber nur Strom, ne? Ja. Und mindestens eine Farm, um die Kosten zu senken. Dich aufstufen für mehr Ressourcen klingt wichtig und richtig. Ja. Space Dock müssen wir schauen. Ja, mit den Nanofactories müssen wir aufpassen. Wir dürfen nicht zu viele Nanofactories bauen, sonst haben wir nicht mehr genug Base Metal. Aber ein paar davon sind okay. Wir hatten ja auch, also das Geld, oder das Base Metal Problem kam ja auch erst, als wir die dritte Stufe von denen gebaut haben. Die Nanofactories selber sollten okay sein. Das heißt, ihr kriegt alle auch eine Nanofactory. Und dann noch ein Layered Defense. Dicke 2 sollten okay sein. Das kann man später noch aufstufen. Jetzt hätten wir noch 2 Slots über für irgendwas anderes. Und da würde ich eigentlich ganz gerne kein spezialisiertes Research haben. Haben wir kein unspezialisiertes Forschungsding? Die höhere Variante von der Administration Note wäre noch nice. Ich glaube, das haben wir gar nicht. Also das, was einfach nur Forschungspunkte bringt. Base-Forschungspunkte. Weird. Na gut, das kannst du bitte dann einmal speichern. Und das hätten wir jetzt gerne bei 2, 3 und 4 auch. 2... dich, Ply, 3, dich, Ply und 4. Ply, 106. So. Weiter mit 5, 6, 7, 8. Die alle nur einfach einmal aufstufen. 5. 6. Ich hoffe, ich habe ihn bei dem einen gar nicht verklickt. Nee, ist alles gut. Wenn man sich da jetzt verklicken würde, wären das wie viele Tage? Nach 136. Ich dachte 1361. Das wäre unangenehm. Würde aber auch nicht so viel Sinn machen, wenn es so lange dauern würde. Upgrade 40 Tage. Gut. Sind wir jetzt bei 110. Immer noch ein ordentlicher Puffer dazwischen. Unsere ganzen Außenposten müsste ich eigentlich auch mal checken. Ne? Aber das mache ich irgendwann zwischen den Folgen. Also hier unsere angucken und irgendwie nach Ressourcen sortieren. Ich würde das ganz gerne Inner Asteroid. Der muss definitiv aufgestuft werden wegen dem Radioactive Material, aber der ist schon Tier 2. Sobald wir Tier 3 haben, das mit als erstes aufstufen. Du bist für Base Metals, bist auch schon aufgestuft. Middle und Outer sind schon alle aufgestuft. Ha! Aber die sind nicht up to date. Ja, die bräuchten alle einen Tick mehr um. Das ist was für später dann. Okay, zurück zu aktuellen Themen. Dänemark auch sorgen zum Beispiel. Project Exodus, das ist gut. You're jerking my chain, right? There's no way in hell that I'm spending millions on sending a rocket into space if we just let half of it sink to the bottom of the ocean. Chairman Soren van Beek comments to SABC News. So, was habt ihr genommen?
Trans-Interface Warfare. Ja, ist auch eine sehr wichtige Sache, die ich auch schon hätte machen sollen. Gut, dass die KI das übernommen hat. Das schützt uns jetzt vor Atombomben und ähnlichem Kram. Und sollten wir in jeder wichtigen Region haben. Was eine Menge Arbeit ist. Go, go, Arclaser. Nächste Zuweisungsphase. Surveillance complete. Stopp. Xenoforming, so. Also Europa ist clear, Großteil von Asien ist clear, Südostasien ist nicht clear. Afrika ist problematisch. Machen wir erstmal den kleinen Kram hier weg. Earth Bomber, Bomb. Da. Sollte nicht lange dauern. Mission complete. Unification, Dänemark. Wir sind bei 506. Okay, wir brauchen definitiv mehr Länder gerade. Close. Also ist denn das hier auf dem Weg? Aber das braucht nicht wirklich viele Punkte. 3. Wow. Gehe hier wieder auf Faction Control. Belarus und Lithuania. Lithuania ist ein Problem wegen dieser komischen Mini-Republik da. Ich würde echt gern einen von der Resistance endlich mal wieder sehen, dass wir die auf unsere Seite kriegen können, um dann ganz kurz wieder von unserer Seite wegzuschubsen, um deren Länder zu schnappen und danach gleich wieder unsere Seite zu holen. Das wäre toll. Bulgarien, Griechenland. Ja, den ganzen Batzen holen wir uns jetzt nach und nach. Das ist okay. Wunderbar, ist vorbei. Bombardiert weiter. Das war hier unten irgendwo, ne? Wo ist das Lila-Symbol? Da. Bombard dich. Bombard. Continue. Terror. Von dem abgeschützten A, ne? Our people have taken control. So, Island. Island ist bitte mit Europa gut verbündet. Confirm. Dauert jetzt eine Weile. Und bis dahin machst du Boost weg. Unity definitiv höher. Military hoch, hast du fast gar nichts. Und der Rest ist okay. Yep. Ah, sieht doch schon viel besser aus mit Europa. Helsinki müsste noch gesichert werden. Acknowledged. Ui, hier ist ein bisschen mehr. Also Exodus Academy, Schutzherrschaft. Die Coil Gun Batteries müssen weg beim Exodus. Oh, die Nanotube ist aber verlockender hier. Ja, mach erstmal den Nanotube weg bei der Schutzherrschaft. Bomb. Sabotage. Wir können auch beides machen. Wir können beides machen. Das ist doch praktisch, Backup-Spionage-Menschen zu haben. So, was stand noch an? Wir wollten vorbereiten hier unten den ganzen Krimskrams, ne? Dafür. Nochmal Griechenland. Ich denke, die anderen Sachen können wir relativ einfach purgen, ohne das vorher cracken zu müssen. Ja, das hier ist schon problematischer. Und wir haben keinen Stress. Mach das ruhig mit 69%. Dass wir langsam wieder mehr Einfluss aufbauen können. Und Bruno. Sicher Island.
securing our interests. Okay. Lending my expertise. Bombardieren. Bombardiert. Irgendwas. Offering counsel. Securing our control. Lightning was once fierce. Arglaser, yay. To harness its might for ourselves. Sehr, sehr schön. Wir, Ultraviolet. 60.000. Alter. Nee. Wir brauchten... Ich glaube, die Neutronics brauchen wir. Full Tree. Fusion. Pile. Fusion. Pile. Gleich dezent komplizierter. Ja, Neutronics, danach Deuterium, Tritium, Fusion und dann haben wir die. Ist irgendwas mega Verlockendes sonst hierbei? Inertial Confinement Fusion Reactor. Das ist die doofe Art, ne? Es gibt irgendwie vier Wege oder so bei Fusion. Nee, ich sollte lieber nach Inertial. Inertial Confinement Fusion. Triton Nova Drive. Damit kämen wir relativ schnell. Oh, okay, 65.000. Damit kämen wir relativ schnell zu den ersten Fusionstriebwerken. Aber es hilft uns halt nicht bei dem anderen Weg, dem. Oh, doch. Die Helionova. Auch nur 85%. Das muss so nervig sein, wenn irgendwas davon fehlt. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Aber Energie ist gerade wichtig, ja. Also mit solchen Sachen könnten wir das, mit solchen Triebwerken, könnten wir auch zwischen den Planeten hin und her springen. Aber das wollen wir momentan ja gar nicht. Wir wollen ja nur die Planeten, die wir gerade halten, sichern und ein bisschen modifizieren können. Also Pflanzen wegbomben oder feindliche Basen wegbomben, sowas in der Richtung. Wir müssen nicht von der Erde jetzt zum Venus springen und wieder zurück, einfach nur für irgendwas. Ja, geh zurück, mach das. Neutronics. So. Das braucht jetzt wiederum nicht so viel Aufwand. Ich hätte lieber jetzt die größeren Schiffe. Und die privaten Sachen allgemein mehr. Point Defense Arc Laser, sowas zum Beispiel. Und Arc Laser Battery. Und Green Arc Laser Battery. Und Pause. Das ECM sollte durchlaufen, warte. Die Maglevs Trains können wieder warten. Green Arc Laser Battery. Das sind die schlechten quasi, wo ich am Anfang rumgemeckert hatte, aber halt in der Green-Variante und in der Arc-Laser-Variante obendrauf. Und es sollte bei unseren Verteidigungsmodulen helfen. Also das ist mega wichtig. Ich drop das ECM doch ganz kurz, weil es hilft halt nur beim ECM. Ich hätte lieber die Point Defense Arc Laser auch möglichst schnell. Gut. Weiter. Yes. Die Untertanen haben gerade die Resistance angegriffen. Ha. Die Untertanen haben verloren. Nanotube Armor. Badaboom. Jetzt noch die Coilgun-Geschichte und dann ist alles gut. Also Sabotieren von den Exoditen war das, glaube ich. We've hacked their research data. Da, Coilgun-Batteries. Weg damit.
Das sind die großen Kanonen, die wir zum Bombardieren nutzen können. Favorisieren. Die sollten auch helfen bei den... Ich glaube den Defense-Anlagen auf den Planetenoberflächen, nicht bei den Stationen. Irgendwie so. Es ist sehr wüst, was die Verteidigungssachen angeht, irgendwie. Continue. Griechenland gleich nicht vergessen, zu Ende zu flippen. Point Defense Arc Laser. Und bau Green Arc Laser Cannons. Bombardements durch. Nächstes Ding. Also es ist recht frickelig. Es wäre ganz schön, wenn man da auch so eine Art Warteschlange machen könnte. Also bombardier das, dann das, dann das, dann das, dann das, dann das und so weiter. Oder einfach ein Setting. Wähle irgendeine Fauna aus und bombardier sie. Und das wiederholst du so lange, bis, keine Ahnung, bis es nichts mehr zu tun gibt. Das, ja. Sei es drum. Cash. Was hast du ein Ziel? Untertan Exoditen Schutzherrschaft. Fleet Combatants könnte noch weg bei denen. Bei denen haben wir schon alles sabotiert. Ja. Ja, beides hier könnte eigentlich weg. Mach bei euch. I'm going in. Du ready for my mission. Mach auch ready. Bei dem. Ready. Inga, müssen wir noch nach den Aliens gucken. I'm here. Du kannst nicht nach den Aliens gucken. Du sollst eigentlich weiter cracken. Crack. 90%. Achso, können wir noch nicht, weil... Nummer 2, kümmer du dich bitte um Griechenland. Targeting their position. Ja. Standing by. Den kannst du jetzt nach den Aliens gucken, weil du eh nicht cracken kannst. We'll see what we can find. Und unser Persuader. Muss da irgendwas gesichert werden? Nichts von den wichtigen Sachen. Du könntest dafür sorgen, dass sie uns in Griechenland mehr mögen. Nee, lieber Island und so, ne, wo uns gar nicht gemocht wird, ja. Hau da rein. Perfekt. Weiter. I will help them. Hey, Advanced Pulsar Drive ist freigeschaltet. Perfekt. Pause. Naja, bau das kurz durch. We've hacked their research data. Dich weg. Ion Batteries. Ich glaube, die zählten wieder nicht. Weil das irgend so eine Spezialwaffe ist. The people will come to our side. 9%, gerne wiederholen. Fleet Competence, größere Schiffe. Mach weiter mit Advanced Pulsar Drive. Yep. Also wir können gleich ein größeres Schiff mit besseren Laserwaffen, mit besserem Triebwerk und überhaupt bauen. Das ist super. Also die Arc Laser Cannon bauen auch ein bisschen. Aber dann ist das so. Und Mercury Base 5, 6, 7, 8 sind jetzt auch auf Tier 2. Das heißt, ich werde jetzt überall da die Blaupause anpassen und wir sehen uns dann gleich wieder.